den Weg frei machen. Na komm. So, dann geht's weiter. Aber erst nach dem Pokémon-Kampf. Ein wildes Kanuvil. Was stand da? Beinahe übertrampelt oder was? Sowas in der Art stand dort. Habe ich jetzt gar nicht gelesen, habe ich überlesen. Und dann Flucht gescheitert. Ach, verdammt. Lassen sich uns alle nicht gehen. Ist doch blöd. Wir müssen die uns erstmal besiegen. Ja, diese ganzen Schadensfreuden. Die mit ihrer Schadensfreude. Flucht unmöglich. Ja gut. Dann eben nicht. Sandgrab. Zack. Lea wurde besiegt. Die arme Lea. Jetzt von so einem Ganovia besiegt. Na komm, lass mich fliehen. Flucht gescheitert. Ah, na komm, Markus. Flieh oder mach's alle. Bis entkommen. Wir wollen ja heute noch irgendwann vorankommen. So, nein, nicht absteigen. Was mache ich denn hier? Ich bin im Reiten des Rehhorns wohl noch nicht so gut geübt. So, jetzt absteigen. So großartig. Was gibt's hier zu sehen? Ein Trainer. Okay, das ist noch ein verborgenes Item. Hast du Lust auf einen Himmelskampf gegen mich? Ja. Dank meines Gummianzugs können mir Elektroattacken nichts anhaben. Na, da bin ich aber gespannt. Ein Pokémon. Himmelstrainer. Mauro. Lidian. Und ich habe auch nur ein Pokémon. Papageno. Ach so, nur Flug-Pokémon. Verstehe. Ja, Level 18, 21. Das ist jetzt nicht gerade sehr praktisch. Aber gut. Wir geben unser Bestes. Verwirkt, das ist schon mal gut. Man sieht cool aus hier, der Himmelskampf. Das haben wir, glaube ich, im letzten Let's Play nicht geschafft, weil wir noch keinen Flug-Pokémon hatten. Denke ich zumindest. Oder wir haben es gelassen. Hier ist es zumindest mal ein Versuch wert. Auch wenn wir hier ein bisschen hoffnungslos unterlegen sind. Hoffnungslos unterlegen sieht anders aus. Schnabel bringt es auf jeden Fall. Aber cool, mein Himmelskampf. Nicht schlecht. Kann man machen. Das ist mal eine coole Abwechslung. Papageno ist verwirrt. Na komm, den Lidian werden wir wohl noch besiegen können. Na komm. Mach, hau zu. Na komm, Schnabel. Halt den Schnabel, Lidian. Zack, Lidian wurde besiegt. Erfahrungspunkte für Papageno. Level 19. Großartig. Himmelstrainer besiegt. Was? Nicht der Trainer, sondern seine Pokémon bekommen die Elektroattacken ab. Ja, hätte man sich vielleicht denken können. Der Gummianzug hat dir da eher weniger geholfen. Aber ich habe ja auch kein Elektro-Pokémon gehabt. Naja, was soll das? 2100 Pokémon-Dollar für mich. Den Himmelstrainer. Ja. Ein Item. Finsterball. Wow. Ja, das können wir gebrauchen. Falls wir mal im Finstern einen Pokémon fangen wollen. Ja. Dafür ist der Finsterball da. Hätte ich gedacht. Rückwärts ausparken. Piep, piep, piep. So. Absetzen. Zack. Möglichst ohne Trainer. Ich versuche es zu vermeiden. Wir hatten hier gerade schon einen Trainer. Tipps für Trainer. Das Item Fluchtseil ermöglicht einem, nur aus einer Hülle zu entkommen. Ach was. Dann komm rein da.
Die Leuchthöhle. Ach, da. Okay, da habe ich auch positive und negative Erinnerungen dran. Da, wo es grün ist, müssen wir lang. Zumindest. Und da haben wir ein wildes Riedhorn. Da kommt Zwergina. Ja, nun ist jetzt nicht die perfekte Person hier. Entkommen. Ach so. Sohn des Fliehens. Können wir den Pokémon kämpfen. Aber das sieht episch aus. Wie die Höhle. Den grünen Sachen lang. Grün ist immer der richtige Weg. Super. Da kommen wir doch mal an. Ein wildes Pokémon erscheint. Ein Macholo. Ja, könnten wir uns jetzt fangen. Können wir aber auch bleiben lassen. Flucht. Vorbei zu haben, das wäre nicht schlecht. Das hätten wir uns nicht entgehen lassen sollen. Aber gut, jetzt sind wir vorbei. Wir werden schon wieder eins finden. So. Und was haben wir da? Oha. Sieht doch nach Team Flair aus. Na nü. Team Flair. Was macht denn das hier? Aber. Wen haben wir denn da? Ein neugieriger Trainer, der hier bei uns einfach so herumschnüffelt. Habe ich recht. Jetzt hör mal kurz zu. Wir vom modischen Team Flair sehen nicht sehr schrecklich gut aus. Wir verbreiten einfach nur Schreckern. Unser Ziel ist es, dass Team Flair wunschlos glücklich wird und niemand sonst. Uns ist es völlig egal, was dabei aus anderen Trainern und Pokémon wird. Verschwinde! Du weißt doch sicher, dass man nicht mit dem Feuer spielen sollte. Nö. Ich bin selbst das Feuer. Ihr solltet nicht mit dem Feuer spielen. Also, das ist also, wenn dann, wo bin ich hier? Wo das die Feuerquelle? Mir. Hier. An dir. Deinen feinen Zwirn schmutzig zu machen, ist zwar nicht die gepflegte Art, aber ich räume dich jetzt schon aus dem Weg. Los, Hunduster, lass die Fetzen fliegen. Ja, da verrät auch noch sein Pokémon, was hat. Gut, hat noch ein zweites, aber ist schon mal praktisch, seine Taktiken schon mal vor dem Kampf zu verraten, dass man sich darauf einstellen kann als Gegner. Danke dafür. So, ich glaube, Erik ist der geeignete dafür. Na komm, los Erik, du bist dran. Mach's nass, so ein Duster. Na komm, mach es alle mit Aquaknarre. Mal schauen, was das bringt. Ja, akzeptabel. Der brüllt nur rum. Zwergina, ja gut, das hast du gut ausgewählt, aber ich kann auch wieder tauschen, oder? Ja, Zwergina, komm zurück, ich will Erik im Kampf haben. Tja, du kannst noch so viel rumbrüllen, Jauder. Der jault und brüllt nur rum. Ich setz Aquaknarre ein und mach das Hund duster, nass, spiel es davon. So, dann, wer wird der Nächste sein? Zubat. Ach, das kriegen wir auch noch hin. Weiter kämpfen. So ein schlappes Zubat. Das kriegen wir auch noch gebacken. Los. Aquaknarre. Bin ich da immer bis. Das wird's auch tun. Flügelschlag. Zack. Das würde nicht viel bringen. Na komm. Biss. Zack. Beiß es zu Tode. Ja gut, das haben wir jetzt nicht kommen sehen, dass die Kamera ausgeht. Ja, bis hat es nicht ganz geschafft, Zubat lebt noch. Und jetzt machen wir es alle. Zack, Zubat besiegt, Team Flair besiegt. Also nicht ganz Team Flair, aber den ersten Rüpel. Zack. Ja, da haben wir es. So ist halt nicht mit dem Feuer spielen. Oder mit dem Wasser in diesem Fall. Ich habe verloren und sie werden mich jetzt gepflegt verkrümmen. Nichts für ungut. Zwergfegel zieht aus dem Kampf hervor
und gewinnt 1440 Pokémon Dollar. Na denn, sieh einer an. Dafür, dass du noch grün hinter den Ohren bist, gibst du einen tollen Trainer ab. Aber freu dich bloß nicht zu früh. Schließlich bin ich ja nicht das einzige Mitglied von Team Flair. Ja, das will man doch hoffen. Andernfalls wäre es ziemlich blöd. Team Flair tut, was es will. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns und bekommt eine Abreibung. Ja gut, ich wollte jetzt eigentlich einmal zwischenspeichern hier. Aber gut, eine Herausforderung von Team Flair Rüppel. Schluppuck wird von Rüppel Team Flair eingesetzt. Na dann, wir kämpfen hier auch noch den. Das kriegen wir auch noch hin. Zwei Pokémon dürften nicht allzu schwer sein. Mit Markus. Der darf jetzt mal kämpfen. Der wird das ratzfatz erledigt kriegen. Na komm. Dich kriegen wir hin. Dich machen wir alle. Schluppuck, Vergiftung wird nichts bringen. Dein Schluppuck wird dir nichts nützen. Ja, da sage ich mal Nitro-Ladung. Na komm, Markus. Verbrutzeln es. Verbrutzeln sieht anders aus, aber gut. Das war ein Ansatz. Ist auch Typ Gift. Ein bisschen Typ Pflanze, aber ich glaube vor allem Gift. Wenn es überhaupt Pflanze ist. Bin mir da nicht sicher. Psy-Strahl wird's regeln. Oder auch nicht. Na komm, den kriegen wir doch wohl noch klein. Zack. So, durch Gift verletzt. Und Zielstrahl. Na komm, jetzt zack in die Duster, kriegen wir den auch noch. Den Erdbogen gleich. Na komm, und der zweite. Dieses Mal der erste Streich und der zweite folgt so gleich. Na komm, Fritzelblitz. Na komm. Den krieg ich auch noch klein. So, Psy-Strahl. Machen wir alle. Zack. Ja. Noch einmal draufhauen und dann dieses alle. So, ordentlich. Und vergiftet. Ja, das ist nicht so gut. Aber komm, so einmal dürfen wir noch. Psy-Strahl. Zack. Mach's alle. So, großartig. Haben wir's. Und da ging die Kamera alle. Wattenscheiß. Ich meine, die SD-Karte war voll. Wattenscheiß. Die Kamera voll, dann die SD-Karte. Alles klar. Vorbereitung vor dem Part wird echt überbewertet. Zwangfliege mit 720 Pokémon. Dann geht sie aus dem Kampf gegen Team Flair-Rüpel Nummer 2 hervor. Na dann. Auf und davon. Weiter geht's. Da sind gleich die nächsten. Oh Mann, wir vom modischen Team Flair sehen nicht nur schrecklich gut aus, verbreiten auch Schrecken. Da sucht man nach einem Fossil und was findet man? Ein Kind. Zwergenfee. Das sind zwei Typen von zwei von diesem Team Flair. Darf ich an deiner Seite kämpfen, Nachbarin? Ja, gerne. Warum nicht? Vorhin habe ich gegen einen anderen Schergen von Team Flair gekämpft. Wenn es euch nur darum geht, die Mitglieder von Team Flair unschlussglücklich zu machen, dann lassen sie euch gewähren. Doch wenn ihr davon faselt, uns auszulöschen zu wollen, dann geht ihr eindeutig zu weit. Team Flair Rüpel und Team Flair Rüpel möchten kämpfen. Zwergen für uns. Und wie ist er nochmal gleich? Möchte dann auch kämpfen. Ja, warum der auch immer an der Spitze ist. Warum die auch immer an der Spitze ist. Ja. Okay, Markus ist fast besiegt. Und dann Erik. Der hat auch schon gut gekämpft. Nicht Schild. Okay. Na dann, halt's aus, Erik. Du kriegst das hin. Psyau wurde besiegt. Ja, gut.
keiner von meinen Pokémon gerade schickt seinen Starter-Pokémon im Kampf. Ja, gut, zwei Wasser-Pokémon. Das hätten wir so. Los, Aquawelle. Barz. Okay. Da gebe ich gleich was dazu. Zugabe. Ja. Okay. Das sind jetzt nicht gerade die stärksten Attacken. Oh, und Erik hält auch nicht viel aus. Trotzdem nochmal Aquawelle. Aqua-Knarre. Zack. Die kriegen wir doch klein. Wäre doch gelacht, wenn das nicht hinkriegen, mit Team Flair zu kämpfen. Oh, Amphitze ist was besiegt. Na komm. Lass uns die besiegen. Na komm. Zumindest das. Wenn ich kriegen wir noch hin. Das ist zu Rurix. Ja, nice. Wie ihr siegt. So. Erik erreicht Level 19. So, Giftstachel. Zack. Und Fitzel wurde vergiftet. Ja gut, dich bräuchte ich eigentlich sehr gut im Kampf. Absol, ja, auch nicht schlecht. Noch einmal ein letztes Mal Blubstrahl, das ist Aquaknarre. Blubstrahl habe ich glaube ich noch gar nicht. Aquaknarre. Trockenheit von Gebunkel wirkt. Ja, gut. Und Erik ist am Boden. Besiegt. Na dann. Markus ist zwar geschwächt, aber ja, wir haben bestimmt Tränke. Können dafür sorgen, dass wieder erholt wird. Super Tränke haben wir sogar. Zack. Ein Trank auf Zwergenfies. Markus. Na dann, hoch zum Kieb. Bart. Ja, das bringt schon einiges. Na komm. Die beiden Teamflair-Rübe, die machen wir Platz. Das kriegen wir hin. Na komm, Markus, streng dich an. Du bist vergiftet, aber das schaffst du schon. Volle Möhre mit Feuerwirbel. Den Kieb bunkel auf die Rübe. Ja, nice. Ja, erledigt. Level 23. Alles klar. Team Flair rüber besiegt. Hurra! Ein Hoch auf Team Flair. Oh, Moment mal. Ich habe ja verloren. Ach nö. Ich könnte heulen. Ja. Zangvi und... Namen schon wieder vergessen. Gewinnt 3200 Pokémon. Dann gehen sie gleich aus dem Kampf hervor. Der hat so einen Namen, den man sich nicht leicht merken kann. Eine ausgeschneiderte tumorische Uniform von Team Flair ist schmutzig geworden. Ein Fossil in einem Pokémon zurückverwandeln kann sich finanziell durchaus lohnen. Na, lasst uns mal durch. So, wir haben was vor hier. Der Professor wird hier von Team Flair bedroht und gefangen gehalten. Hast du ihn gefunden? Allerdings. Hey, hallo. Auch auf der Suche nach Fossilien. Wie? War Team Flair hier? Team Flair? Was soll das denn sein? Ein Pokémon? Ach, der hat's gar nicht mitbekommen. Ist schon gut. Er war wohl so in seine Fossilien vertieft, dass er nichts anderes wahrgenommen hat. Ihr beiden seid wahre Glückspilze. Ich habe nämlich genau zwei Fossilien gefunden. Und da ich diese bereits in meiner Sammlung habe, werde ich auch jeden je eines geben. Toll, oder? Möchtest du das Kieferfossil oder das lieber das Flossenfossil? Kieferfossil nehme ich. Das ist das Kieferfossil. Den Beißen dieses Pokémon hielt nichts stand. Dieses Fossil soll es also sein? Ja. Ja, damit Zangvi erhält das Kieferfossil. Kieferfossil wurde in der Erdumstasche verstaut. Dann nehme ich das hier. Flossenfossil erhalten. Ich werde euch im Fossilienlabor in der jeweiligen Pokémon zurückverwandeln. Ich mache mich dann schon auf den Weg.
und ich nehme gleich das Fluchtseil, sofern ich eines habe. Habe ich bestimmt. Wir waren eigentlich unterwegs, den Assistenten zu suchen, doch gefunden haben wir letztendlich diese aufführerischen Bande von Team Flair. Es ist besser, wenn wir noch weiter trainieren, damit wir unsere Reise sicher fortsetzen können. Deswegen werde ich mein Glück in der Arena von Rediviera City versuchen. Das werde ich auch machen. Kein Fluchtseil? Och Mensch. Wenn hier mal kein Fluchtseil liegt. Fluchtseil. Nice. Okay, das kann ich gebrauchen. Vielen Dank, Spiel. Blups. Da werden wir weg. Rihornpass. Okay, müssen wir zurück spazieren. Oder können wir fliegen? Dann müssen wir wohl. Na komm, müssen wir zurück spazieren. Ja. Eine lange Reise zurück. Hin und zurück. So muss es sein. So soll es sein. Wilde Pokémon auf dem Weg. Ganovides. Und anderes. Ein Pokémon-Team ist geschwächt. Wir sollten fliehen. Wir sollten fliehen dürfen. Na komm. Lass uns durch. Und weiter voran. Ein Felsen im Weg. Der wird zerstört. So. Ich fürchte, ich mache mal ein bisschen Timelapse. Gleich hier auf der Route. Damit wir hier ein bisschen schneller vorankommen. Also ich komme genauso schnell voran, aber ihr kommt ein bisschen schneller voran. Du musst den selben Weg nicht zweimal sehen. Ich muss ihn nicht rausschneiden, aber ja. Timelapse, go! Geschafft. Gut, dass ihr den Timelapse anhattet. Sind wir wieder in Petropia. Dann mal schnell das Pokémon-Team heilen. Das war ja ein langer Weg. Ein langer und schwerer Weg. Ja. Ihr habt es ja gesehen. Das hätte sich hingezogen. Wenn ich nicht vorgespult hätte. Für euch. Für mich war es zäh, aber ihr konntet es ja schnell überspringen. Na dann, auf ins Pokémon-Labor. Ich speichere mal kurz zwischen. Zack. So. We'll be right back.